Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um ein neues Ladegerät, das ich mir gekauft habe. Ihr wisst vielleicht, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal das hier vorgestellt, den Nightcore DigiCharger D4. Den habe ich viele Jahre lang benutzt, aber im Laufe der Zeit ist es einfach so gewesen, dass da Akkus, die ich nutze, nicht mehr reinpassen und mir war auch die Ladezeit viel zu langsam, denn die Ladeströme hier, die sind doch recht klein, nur 375 mA, wenn man alle vier Schächte belegt hat. Aus diesem Grund habe ich mir ein neues gekauft, das Mi Boxer C412, und das kann pro Slot insgesamt mit 3 Ampere laden, also da ist richtig Dampf hinter, und deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich euch das heute einmal ganz kurz vor. Los geht's! Bevor wir jetzt auspacken, zeige ich euch zunächst mal hier die Verpackung, damit ihr das euch nochmal genau anschauen könnt. Das Gerät heißt Mi Boxer C4-12. C4 und 12 stehen hier für 4 Ladeschächte und 12 Ampere Ladeleistung insgesamt. Das macht bei 4 Schächten 3 Ampere pro Slot, also da ist richtig Dampf hinter, wie gesagt. Auf der Rückseite sind noch so ein paar der Funktionen hier zu lesen. Zum Beispiel, dass es eine automatische Erkennung gibt zwischen Lithium-Akkus und klassischen Nickel-Metallhydrid-Nickel-Cadmium-Akkus. Es wird automatisch der Innenwiderstand der Akkus gemessen und das Ladeverhalten entsprechend angepasst. Die 4 Schächte, die sind völlig unabhängig voneinander. Das heißt, ihr könnt auch Batterietypen kreuz und quer mischen, wenn ihr die da reinsteckt. Das ist völlig egal. Es gibt eine Temperaturüberwachung in dem Gerät. Es gibt ein automatisches Reparaturprogramm für Lithium-Akkus, die eine Unterspannung haben. Und ihr seht hier noch so ein paar andere Sachen. Reverse Voltage Protection ist hier zum Beispiel noch mit drin. Eine Prozentanzeige und so weiter und so weiter. Aber ich würde sagen, wir packen jetzt hier mal aus. Mein Gerät ist natürlich schon benutzt. Das habe ich so seit knapp 4 Monaten etwa im Einsatz. Aber ich wollte euch trotzdem hier den Spaß des Unboxings nochmal bieten. Hier, so sieht das Gerät aus. Ihr seht, es ist auch etwas größer als das Nightcore-Gerät, was ich vorher hatte. Es hat hier die 4 Ladeschächte, ein großes Display und 2 Bedienknöpfe. Dann gibt es hier noch einen Anschluss für das Netzteil, das hier drin ist an der Seite. Da ist es ein eigenes Netzteil für das Ladegerät und ein Netzkabel ist natürlich auch hier mit dabei, mit einem ein klassisches Kaltgerätekabel hier für zum EU-Stecker. Außerdem ist mit dabei eine Anleitung und die ist, das muss man wirklich sagen, auch auf Deutsch. Das ist ja heutzutage schon was Besonderes, wenn auch mal eine Anleitung auf Deutsch mit dabei ist. Hier ist Englisch und dann hier in der Mitte ist die Anleitung auch auf Deutsch. Es wird alles genau erklärt, alles genau erläutert, wie ihr alles einstellt, und hier seht ihr auch die unterschiedlichen Batterietypen, die unterstützt werden. Im Wesentlichen sind das klassische Lithium-Ionen-Akkus, aber auch die FePO4-Akkus in Größen von 10340 bis hoch zu 26650. Naja, und dann die klassischen Nickel-Metallhydrid-Nickel-Cadmium-Akkus, also einfach A, Doppel-A, Triple-A, C und SC, die hier geladen werden können. Schauen wir uns aber gleich noch an, wenn ich hier so ein bisschen was da reinhaue. Ja, hier seht ihr auch die Ladeströme nochmal. Die FePO4 und Lithium-Akkus werden mit bis zu 3 Ampere geladen und die klassischen Nickel-Metallhydrid-Nickel-Cadmium-Akkus mit bis zu 1 Ampere. Und ich würde sagen, wir schließen das jetzt einfach mal an. Ich habe hier schon ein paar Akkus, die ich noch laden muss, und die werfen wir jetzt einfach mal rein. So, das Ladegerät ist eingeschaltet hier mit dem Netzteil verbunden und ich lege jetzt hier einfach mal ein paar Akkus rein, um euch so ein bisschen was zu zeigen. Ich fange mal an mit einem ganz einfachen, Doppel-A-Akku hier, so ein Enelope-Akku. Den legen wir hier einfach mal rein in den ersten Slot und dann seht ihr schon, der wird auch automatisch direkt erkannt. Hier C1, der Ladeprozess startet. Das ist ein Nickel-Metallhydrid-Akku, den hat er erkannt mit einem Füllstand von 50%. Hier zeigt er uns die aktuelle Temperatur an und hier in dieser Anzeige da bekommen wir jetzt angezeigt verschiedene Daten des Akkus. Zum einen ist das die Spannung 1,33 Volt, dann den Innenwiderstand hier 54 Milliohm
und den Ladestrom 0,75 Ampere, den das Gerät jetzt hier gewählt hat für den Akku. Der Ladestrom ist immer so ein bisschen abhängig davon, erstens, was ihr selber einstellt und zweitens, was das Ladegerät gerade für angemessen hält. Das kann durchaus sein, dass ihr einen hohen Ladestrom einstellt, aber das Ladegerät sagt, naja, wir fangen mal eher ein bisschen sachte an, damit da nichts passiert. Das seht ihr auch, wenn ich mal jetzt hier einen zweiten Akku reinlege, hier in den anderen Slot. Das ist jetzt hier ein Lithium-Akku und der ist komplett leer. Na, so, jetzt, da ist er. Der ist komplett leer, das seht ihr hier, 0%. Lithium-Akku hat er richtig erkannt. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, dann seht ihr, wir haben einen riesigen Innenwiderstand von über 600 Milliohm und der fängt jetzt ganz, ganz langsam an mit 0,05 Ampere, den zunächst mal wieder so ein bisschen aufzupäppeln, auf ein Niveau zu bringen, wo man sagen kann, okay, jetzt ist er schon ein bisschen warm quasi, jetzt können wir da mal ein bisschen mit ein bisschen höherem Ladestrom an die Sache herangehen. Ja, ich lege euch auch nochmal einen anderen rein, damit ihr seht, wir können hier wirklich kreuz und quer Sachen reinlegen. Hier jetzt nochmal ein Lithium-Akku. Hier seht ihr es auch, Lithium-Ionen, 4,2 Volt. Den hat er auch erkannt. 28% ist hier der Füllstand. Und hier fängt er jetzt auch erstmal sachte an. Misst mal. Und dann geht er aber hier relativ zügig auf 1,5 Ampere. Dass wir also da relativ zügig laden. Ihr könnt die einzelnen Slots euch jederzeit anschauen, indem ihr hier auf diesen Slot-Knopf drückt. Da könnt ihr halt durchspringen zwischen den einzelnen Slots und schauen, wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge. Und ihr seht auch, die Temperaturanzeige springt. Es wird also für jeden Akku einzeln gemessen, wie ist denn da gerade die Temperatur und im Notfall wird abgeschaltet bzw. reduziert. Ihr könnt auch an dem Gerät gewisse Einstellungen noch machen. Zum Beispiel kann man den Akkutyp ändern. Das ist ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel keine klassischen Lithium-Akkus habt, sondern zum Beispiel die FePO 4-Akkus, die ihr laden wollt, oder High-Voltage-Lipo-Akkus, die eine Entspannung von 4,35 Volt haben und nicht 4,2 Volt. Dazu macht man einen Doppelklick hier auf das Mode-Symbol und dann kann man hier das Umschalten Lithium-Ionen 4,35 und LiFePO 4. Da muss man also die richtige Einstellung dann treffen, wenn ihr, wie gesagt, einen Akku habt, der da nicht kein klassischer Lithium-Ionen-Akku ist. Ihr könnt auch den Ladestrom anpassen. Dazu hält man hier die Mode-Taste einmal gedrückt und dann seht ihr, blinkt das hier und dann können wir jetzt hier anpassen pro Slot bei Lithium-Akkus, wie gesagt, hoch bis auf 3 Ampere bei den klassischen Nickel-Cadmium, Nickel-Metallhydrid könnt ihr bis zu einem Ampere Ladestrom auswählen. Es gibt auch noch eine weitere Besonderheit. Ihr könnt, wenn ich jetzt hier mal Akkus vom gleichen Typ einlege, ihr könnt auch alle Slots gleichzeitig anpassen, wenn ich jetzt hier einfach mal 4 Stück reinschmeiße. Und dann hier seht ihr, sind jetzt alle 4 drin, werden auch alle erkannt. Ich kann hier mal der Reihe nach durchgehen, schaue mir die unterschiedlichen Ladestände an. Und dann kann ich hier die Slot-Taste gedrückt halten. Und dann seht ihr, blinken jetzt hier alle 4. Und damit kann ich dann zum Beispiel den Strom anpassen. Dazu halte ich jetzt hier wieder gedrückt. Und dann blinkt jetzt hier der Ladestrom. Und jetzt kann ich den Ladestrom hier anpassen für alle 4 Slots gleichzeitig. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man so wie jetzt hier auch wirklich 4 identische Akkus hier drin hat. Ja, unterm Strich muss ich sagen, ich habe das Gerät ja schon eine Zeit lang im Einsatz. War das wirklich eine super Entscheidung, das Gerät zu kaufen. Es lädt alle meine Akkutypen, die ich so im Einsatz habe, für Taschenlampen zum Beispiel, für Wanduhren, Fernbedienungen und wo ich sonst noch überall alles Akkus im Einsatz habe, lädt es zügig auf. Und ich kann auch immer sicher sein, dass hier alles sauber und richtig funktioniert. Selbst defekte Akkus, Lithium-Akkus, die werden noch erkannt, werden repariert. Da, wo andere Ladegeräte schon versagen, klappt das hier wirklich sehr gut. Und das Gerät kann dann auch da noch einiges leisten, ein bisschen Geld sparen. Da muss man nicht so oft neue Akkus kaufen. Ja, unterm Strich ist das Mi Boxer
C412 eine echte Empfehlung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und aus diesem Grund habe ich auch mich dazu entschieden, das euch hier auf dem Kanal mal vorzustellen. Falls ihr ein Gerät sucht, das schnell ist, das gut ist, kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Ich verlinke euch das wie immer natürlich unten in der Beschreibung des Videos. Ja, soweit von mir ein kleines kurzes Video hier mal zu einem Ladegerät. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr gerne wie immer unten kommentieren, liken, gerne auch weiterempfehlen den Kanal. Und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann auf jeden Fall natürlich noch abonnieren. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.